Also da ging es jetzt ein bisschen auch darum, was sind so die neuen Normen, die wir setzen? Und ich finde das sehr spannend. Wer ist da quasi in der Fähigkeit, die Norm zu setzen? Wer wird gehört und kann sich auch Gehör verschaffen? Weil es ja da schon noch diese Diskussion gibt, denn von Untergruppen innerhalb von der queeren Community, also zum Beispiel bisexuelle Menschen, die sagen, ihr habt ein Entweder-Oder aufgemacht, oder nicht-binäre Menschen, die sagen, für uns funktionieren diese Kategorien von Sexualität gar nicht. Asexuelle Menschen, die sagen, schon die Grundannahme, allen Menschen Sexualität zuzuschreiben, ist falsch. Wie groß ist das als Thema innerhalb von den queeren Theorien und wie wird das auch diskutiert oder wird es überhaupt diskutiert? Ja, ich meine, die Frage, ich würde das jetzt mal so zusammenfassen, die Frage von auch Heterogenität innerhalb von vielleicht queeren Zusammenhängen, oder? Und das ist ja schon auf jeden Fall sogar ein ganz wichtiger Themenbereich, auch Forschungsbereich, wenn man so will, innerhalb der Queer-Studies. Und was oft da eben diskutiert wird, sind ja dann Fragen von, gibt es sozusagen eine öffentliche Wahrnehmung davon sozusagen, was eine queere Community ist, was die LGBT-Szene ausmacht und so, die vielleicht aber gar nicht diese Diversität dann wiederum auch berücksichtigt, sondern wo eigentlich nur bestimmte Teile dieser Zusammenhänge irgendwie sichtbar werden. Das ist, glaube ich, eine Ebene darin, die, denke ich, wichtig ist. Also klassischerweise wurde oft gesagt, dass es halt vor allem weiße, schwule, bürgerliche Positionen sind, die sehr viel stärker in LGBT-Kontexten eigentlich sowohl in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, als auch Einfluss haben auf die Politik, die gemacht wird, weil sie sozusagen mehr Ressourcen bündeln, weil sie bestimmte Räume zur Verfügung haben, Medien, Netzwerke und so weiter. Und ich glaube, dass das auch aktuell immer noch so ist. Also, dass einer der großen Konflikte innerhalb der Szene und der Politik im LGBTQ-Plus-Kontext damit zusammenhängt, dass es eigentlich schon seit langem jetzt, aber aktuell, glaube ich, passieren da auch wirklich Verschiebungen, dass diese, ich nenne es jetzt mal etwas platt, schwule Dominanz innerhalb dieser diversen Zusammenhänge, dass die brüchig geworden ist. Und darauf reagieren sozusagen die ehemals dominanteren Parts in diesen Zusammenhängen auf unterschiedliche Weise, unter anderem auch mit starker Abwehr und auch mit, würde ich sagen, Ressentiments gegen diese Veränderungsprozesse, die auch innerhalb der LGBTIQ+-Zusammenhänge stattfinden. Und ein gutes Beispiel dafür ist, finde ich, zum Beispiel, dass ich finde, dass der Rückhalt, den Trans-Anliegen haben innerhalb der LGBTIQ+-Kontexte, dass der einerseits zwar da ist, aber dass es durchaus auch an vielen Stellen nicht verlässlich ist und dass es auch Gegenwehr gibt. Das muss man auch irgendwie ganz klar so sagen. Das ist so ein Punkt, der mir dazu auf jeden Fall einfällt.